Du hast Probleme, von deinem iPhone Fotos auf deinen Rechner zu ziehen? Ich habe die Lösung. Ich habe in letzter Zeit immer wieder festgestellt, dass es zu Problemen kommt, wenn du deine Fotos, ganz normal wie du es gewohnt warst, über deinen Arbeitsplatz auf deinen Windows-Rechner kopieren willst. Und dabei ist es egal, welche iPhone-Version du verwendest. Ja, wir haben es auch mit dem iPhone X getestet und da ist genau das Gleiche. Und es ist auch egal, welche Windows-Version du verwendest. Wir haben Windows 7 getestet, Windows 10 und immer wieder das gleiche Problem. Das Problem tritt auf, wenn du deine Fotos kopieren möchtest, ausschneiden möchtest. Ich hatte das Problem auch schon, wenn du sie löschen möchtest. Es kommt einfach eine Meldung, wo da steht, das Gerät reagiert nicht. So, schauen wir es uns mal an. Um das Problem zu beheben, entsperren wir einfach unser iPhone, gehen ganz normal unter die Einstellungen, scrollen runter auf den Menüpunkt Fotos und hier unter Fotos, wenn wir ganz runter scrollen, gibt es diese Funktion auf Mac oder PC übertragen. Standardmäßig ist hier automatisch ausgewählt. Ich hoffe, man kann das sehen, hier automatisch. Und was das bedeutet ist, so wie ich das verstanden habe, wenn die Videos jetzt mit einem USB-Kabel auf dem Windows-Rechner übertragen werden, werden diese Videos noch im iPhone konvertiert. Und scheinbar gibt es da irgendwelche Bugs, weswegen diese Konvertierung abstürzt und dann wird die Übertragung von den Bildern abgebrochen. Man muss wieder von vorne beginnen, teilweise geht es dann gar nicht mehr. Also wir haben da echt stundenlang rumgekämpft. Und ja, die Lösung ist letztendlich, man drückt auf Originale behalten, hier wird nichts konvertiert, die Videos und Fotos werden ganz normal übertragen, so wie man es gewohnt ist, und man kann wieder ohne Probleme seine Fotos auf seinen Windows-Rechner ziehen. So, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, dass du jetzt wieder deine Fotos von deinem iPhone auf deinen Rechner ziehen kannst, und wenn dir das Video gefallen hat und vor allem, wenn dir das Video geholfen hat, lass mir einen Kommentar da und gib mir einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.